Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es darum herauszufinden, ob zwei größere Zahlen teilerfremd sind. Und wie man das herausbekommt, das lernst du mit dem größten gemeinsamen Teiler. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, machen wir das Ganze mal anhand von einem Beispiel. Und zwar nehmen wir die Zahlen 32 und 42. Und wir wollen wissen, ob diese beiden Zahlen teilerfremd sind oder nicht. Das Erste, was man dazu machen muss, ist eine Primfaktorzerlegung. Das bedeutet, wir zerlegen die Zahlen in eine Multiplikation aus möglichst kleinen natürlichen Zahlen. Also natürliche Zahlen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Und das Ganze werden am Ende Primzahlen sein. Daher nennt sich das Ganze Primfaktorzerlegung. Klingt schwierig, ist allerdings eigentlich ganz einfach. Machen wir es mal am Beispiel von 32. Die 32 können wir zerlegen in 2 mal 16. So, die 2 können wir nicht weiter zerlegen, die 16 allerdings, und zwar in 2 mal 8. 2 mal 8 ist der 16. 2 mal 8. So, die 2er können wir nicht zerlegen, also übernehmen wir sie. Die 8 können wir zerlegen in 2 mal 4, weil 2 mal 4 ist eben 8. So, wir übernehmen wieder die 2er, 2, 2, 2, und die 4 zerlegen wir in 2 mal 2. Das heißt, 32 ist zerlegt in Primfaktoren 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Selbes Spiel machen wir für die 42. So, die 42 endet auf 2, daher können wir sie durch 2 auch teilen. Und zwar 2 mal 21. 2 mal 21 ergibt 42. Die 2 kann ich nicht weiter zerlegen. Also bleibt sie stehen. 21 kann ich zerlegen in 3 mal 7. Also hier hilft das kleine 1 mal 1. 3 mal 7. Das heißt, wir können das jetzt nicht weiter zerlegen. 3 und 7 sind auch Primzahlen. Das heißt, 42 ist gleich 2 mal 3 mal 7. Das ist die Zerlegung. Wir haben jetzt 32 zerlegt und 42 zerlegt. Der nächste Schritt besteht darin, das Ganze in die Potenzschreibweise zu bringen. Das heißt, 32 ist gleich und wir haben die Zahl 2, 1, 2, 3, 4, 5 mal. Die Zahl 2 haben wir 5 mal, 2 hoch 5. Dasselbe hier drüben, 42 ist gleich. Die Zahl 2 haben wir einmal, 2 hoch 1. Die Zahl 3 haben wir einmal, 3 hoch 1, und die Zahl 7 auch einmal, also 7 hoch 1. Also 32 ist gleich 2 hoch 5 und 42 ist gleich 2 hoch 1 mal 3 hoch 1 mal 7 hoch 1. Als nächstes suchen wir die Potenzen raus, die die gleiche Basis haben. Also hier haben wir die Basis 2. Und hier drüben auch, also markieren wir uns das mal. 2 hoch 5 und hier drüben 2 hoch 1, gleiche Basis. Die Basis 3 und die Basis 7, die gibt es hier noch, allerdings nicht hier. Daher fliegt das für uns raus. Das heißt, wir sehen uns nur 2 hoch 5 und 2 hoch 1 an. Und jetzt nehmen wir die kleinere Potenz. Und 2 hoch 1 ist kleiner als 2 hoch 5. Wir nehmen einfach nur die kleinere Potenz, also die 2 hoch 1, und das ist unsere Lösung. Der größte gemeinsame Teiler von den beiden Zahlen, also GGT von, das schreibe ich noch, oder wir schreiben es direkt hin, 2 hoch 1. Der größte gemeinsame Teiler von 32 und 42 ist 2 hoch 1, also 2. Das heißt, 32 und 42 lassen sich durch 2 teilen.
So, wären die beiden Zahlen teilerfremd, dann wäre der größte gemeinsame Teiler 1. Wir haben allerdings hier die 2 und das bedeutet, dass die 32 und die 42 nicht teilerfremd sind. Nicht. Kommt beim GGT 1 raus, sind sie teilerfremd. Kommt beim GGT eine Zahl raus, die größer als 1 ist, also 2, 3 und so weiter, dann sind sie nicht teilerfremd. Du möchtest noch mehr zur Teilerfremdheit erfahren oder du brauchst Übung in dem ganzen Thema, dann schau mal unter dieses Video, dort packe ich dir einmal weitere Erklärungen hin, sowie Übungsaufgaben mit Lösungen, damit du fitter wirst in dem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.